Ja, und somit herzlich willkommen zurück zum Scania Truck Driving Simulator. Es ist eine Weile her, dass ich hier das letzte Mal gespielt habe und leider gibt es mein Profil hier nicht mehr. Von daher können wir leider nicht mehr die letzten Bonus hier machen. Ich glaube, zwei waren noch offen oder drei Stück. Und ich müsste jetzt alles von vorne wieder durchmachen. Und da habe ich ehrlich gesagt keine Lust darauf. Von daher schauen wir uns heute mal hier die gefährlichen Strecken an. Weil das doch noch ein bisschen spannender sein kann. Und auch freies Fahren werde ich hier wahrscheinlich nicht unbedingt machen. Da wir dafür ja den ETS2 haben oder den American Truck Simulator. Der Reaktionstest werde ich auf jeden Fall vielleicht auch noch anschauen, nachdem wir hier alle Strecken gemeistert haben. Aber heute fangen wir mal damit an. Straße des Todes. Es gibt Straßen, die international im Ruf stehen, gefährlich zu sein. Straßen, die den Fahrer bis an sein Limit fordern. Straßen, bei denen es nicht nur darum geht, die Ladung unbeschädigt an sein Ziel zu bringen, sondern darum, es lebend in einem Stück zu schaffen. Na, wie wär's? Interesse? Ja, ich würde sagen, let's go. Alright, da wären wir bei der Straße des Todes. Ich überspringe das mal. Mal schauen, wie es läuft. Ich hoffe, ich habe alles richtig eingestellt. Und wir legen mal los. Let's go. Ich habe vorhin schon mal ein bisschen probiert, aber das Force Feedback viel zu stark. Ich habe es jetzt mal etwas runtergestellt. Und dann mal schauen, wie es diesmal läuft. Und dann sollten wir eigentlich ziemlich gut hier durchkommen. Hoffentlich. Was hier schnell mal ein Problem sein kann, ist, dass man hier auf einer Kiesstraße fährt und dann rutscht man gerne mal in Kurven weiter, als man eigentlich möchte. Habe ich vorhin schon mal gemerkt. Und da ich das Ganze hier im Automatikmodus fahre, weil mit Haarschaltung wäre das Ganze ein bisschen schwieriger. Okay, was sind das für Bugs? Das sieht gut aus. Drüben sieht es auch gut aus. Mal schauen, wie weit wir da kommen und wie schnell wir das hier durchschaffen. Ach du Scheiße. Shit, ganz knapp, glaube ich. Riecht das was? Leider gibt es ein paar Grafikfehler, denn irgendwie konnte ich das Spiel, nachdem ich meinen PC aufgesetzt habe, auch gar nicht mehr starten. Daher gibt es da ein paar Probleme. Aber gut. Crazy shit. Also wenn man das hier schafft, ohne irgendwo anzustoßen, dann ist man wirklich ein Profi. Okay. Sieht doch gut aus. Jetzt können wir ein bisschen Gas geben. Ja, da sieht man es, man rutscht ziemlich weg. Oder die Lenkbarkeit ist irgendwie nicht mehr so gut gegeben. Mitgenommen. Okay, das sieht doch gut aus. Komm schon. Wahrscheinlich viel zu lange.
Aber was soll's? Besser ohne einen Schaden und zu spät. Oder zu langsam. Das war auch knapp. Und da ist die Ziellinie. Ja, gut, 500 Punkte. Why not? Ich glaube, das ist ganz gut. Weiter geht's zur nächsten Aufgabe. Uferböschung. Die Hauptstraße auswärts wird gerade repariert. Es gibt keinen Grund. Es gibt keine andere Möglichkeit, außer die Passage entlang des Flussufers zu nehmen. Leicht wird es nicht, denn diese Umleitung war sicherlich nie für ein LKW gedacht. Mhm. Okay. Ah, schön. Gleich mal am Anfang rückwärts fahren. So viel ist halt in dem Spiel hier, kann man nicht zoomen. Für den Rückspiegel. Habe ich glaube ich schon ein paar Mal gesagt, dass es doof ist. Okay, aber im Grunde genommen einfach geradeaus rückwärts. Und dann soll das sein. Ich weiß auch nicht, irgendwie die Grafikeinstellungen waren vorhin besser. Also sie haben da irgendwie ein Update gemacht, keine Ahnung. Auf jeden Fall war es vorhin nicht so schlimm eigentlich wie jetzt. Was ziemlich weird ist. Aber gut, ich lebe jetzt mal einfach damit. Ich meine, das Spiel ist schon ein paar Jahre alt. Da darf man, glaube ich, nicht mehr allzu viel erwarten. Ja, auch bei anderen Spielen. Ach du Scheiße. Nee, das war auf jeden Fall niemals für den LKW gedacht. Never. Junge, Junge. Und dann haben wir noch so einen Auflieger, der die Achsen ziemlich weit hinten hat. Was das Ganze nicht wirklich einfacher macht. Und das andere Problem ist natürlich, das Spiel ist älter, von daher hat es vielleicht eine andere Hitbox als andere Games von SCS. Von daher kann es gut sein, dass man da vielleicht schneller mal irgendwo rankommt. Okay. Bitte fahren. Danke. Hä? In der Automatik schaltet der Truck natürlich sehr oft, was nicht so optimal ist. Nee, ich glaube, das wird nichts. Wir müssen da ein bisschen weiter geradeaus und weiter ausholen. Und dann hier einfach voll einlenken. Jetzt ist mir wieder das Mikro im Weg. Sehr gut. Alright. Ist jetzt ganz okay. Rechts oder links? Das ist besser. Ich glaube, links ist was besser. Obwohl, wir haben jetzt hier natürlich die Blindside. Okay, wir können da ein bisschen uns durchschummeln, sehr gut. Alright. Alter. Wirklich nicht für LKWs gedacht.
Okay, ganz kurz wieder nach außen. Zu schauen, wie nah wir... Oh shit. ...an der Bande sind. Na, das ist mir zu nah. Dass hier auch noch um die Kurve geht. Okay, das sieht gut aus. Hätten wir geschafft. 300 Punkte. Außenansicht verwendet. Ja gut, am Anfang ganz kurz, aber ich würde das jetzt nicht dazu zählen. Naja, eine können wir noch. Die Flut. Diese Stadt hat aufgrund heftiger Niederschläge in den nahegelegenen Bergen erhebliche Schwierigkeiten. Einzelne Stadtteile melden Knappheit an Nahrungsmitteln und Notgütern. Das überflutete Gebiet gilt als sicher genug, um mit allerhöchster Aufmerksamkeit durchquert zu werden. Versuche die Versorgungsgüter dahin zu schaffen, wo sie am dringendsten gebraucht werden. Okay, einmal durch die Flut fahren, why not? Ja, machen wir das einfach mal. Let's go. Solange das Wasser nicht zu hoch ist und unseren LKW hier beschädigt. Okay. Okay, okay. Ja, doch. Kann man machen, muss man nicht. Ich würde jetzt mit einem LKW hier nicht durchfahren, ehrlich gesagt. Wer weiß, was da alles im Wasser ist. Schrauben, Nägel und so weiter und so fort. Die Reifen wahrscheinlich zerstören würden. Aber gut, nicht mein Problem, würde ich mal sagen. Sieht gut aus. Echt komische Grafikbugs. Sorry dafür. Ich weiß nicht, woran das liegen kann. Ich musste das Spiel im Open GL Modus starten, sonst startet das gar nicht mehr. Vielleicht ist das ein Problem, weil es ja, glaube ich, schon ziemlich alt ist. Oder sonst irgendwas. Ja gut, Zusammenstoß habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gesehen oder bemerkt. Aber egal. Ich würde sagen, das war's erstmal wieder vom Scania Truck Driving Simulator The Game. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Tschüss.